Hallo liebe Freunde, zurück zum vierten Part von Assassin's Creed 2. Wir sollen jetzt den Duccio aufspüren und bestrafen. Und der hat Claudia betrogen. Und dem drücken jetzt richtig die Zähne in den Hals. Drücke, um die Karte zu öffnen. Ach Mensch, hallo Karte. Da müssen wir hin und da sind 1, 2, 3, 4, 5 Aussichtspunkte. Gut, wollen wir mal. Nehmen wir die Dächer. Dächer sind einfacher. So. Das ist wieder das. Hier haben wir wieder ein schönes Gebäude. Bla bla bla. Ja, sieht schön aus. Sieht schön aus. Was für ein langer Text. Da ist ein Aussichtspunkt. Meint ihr, wir kommen darauf? Wir probieren das mal. Oh, zack. Ob wir da hochkommen? Ich frage mich, wie. Das klappt ja schon nicht. Wo kommt er her? Oi, 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 oi. Also hier komme ich locker hoch. Das ist ja cool. Nein, sag nicht, ich komme da jetzt nicht weiter. Sehe ich nicht ein. Sehe ich jetzt nicht ein, Jungs. Kann ich springen? Oh nein. Oh, das war nicht springen. Aber ich kann da jetzt vielleicht rüber. Warte mal. Gehen wir mal hier so. Und jetzt. Hep. Kommen wir hier weiter hoch jetzt? Nee. Drehen wir uns einmal so ein bisschen. Muss es doch irgendwo was geben, wo ich jetzt, wo ich hoch kann. Das kann doch nicht sein. Aber es ist erstmal ein gutes Training, ne? So ein bisschen Kantenclimbing. Läuft doch. Ne, sieht nicht so aus, als wenn wir irgendwie hochkommen. Ne, es klappt nicht. Schade eigentlich. Gut, dann geht's ja nicht weiter hoch. Oh oh. Was war das denn? Aber egal. Weiter geht's, da lang. Das sah irgendwie richtig bescheuert aus. Weg da. Weg da. Ah. Duccio. Wie wunderschön! Nur das Beste für dich. Was eine fette Kuh. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Oh, du Schurke! Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Mm. Igitt. Kann man nur so rumhuren mitten, hey, auf der Straße. Du dreckiges Schwein! Ezio, mein Freund! Was zum Teufel! Du beleidigst meine Schwester! Gockelst mit dieser Putana! Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz! Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Oh! Ja, erstmal kriegt sie auf die Aber Fresse. Wenn es dann ernst wird. Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bastardo! Komm ran. Komm ran. Jetzt konter ich dich. Basta, ich gebe auf. Wir sind noch nicht fertig. Lass die Finger von meiner Schwester. Alles klar? Kommt da noch was? Hoppala. Er ist weg! Nee, da ist er. Er ist weg. Komm her. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Blödes Arschloch. Immer noch nicht mit der fertig. Hier meine Schwester weg. So, reicht jetzt. Jetzt bin ich fertig mit dir.
Jetzt müssen wir zurück. Alter, was für eine bedrohliche Musik kommt hier eigentlich? Ich meine, ich habe noch nur ihm schnell den Ex meiner Schwester verprügelt. Ist doch mehr so gang und gäbe eigentlich. Wow, 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 nicht da lang. Lieber da lang. So, mal gucken, was jetzt kommt. Und hepp. Ja, das schaffe ich. Das nicht ganz so viel. Mutti. Warte mal, wer bist du? Wer ist das da draußen? Ach Mensch, hier, Kleiner. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Gut. Adlerfedern für den kleinen Bruder sammeln, bevor dieser bestraft wird, weil er ins Bett, da weil er das Bett verlassen hat. Alles klar. Also sammeln noch Zeit, nehme ich an. Ja. So. Wie geht's denn hier los? Ich fange erstmal hier an. Lebenserwartung etwa 5 Minuten. Aha, sehr gut. So fängt's an. Da hinten müsste irgendwo die nächste sein. Gehen wir mal hier nach links. Rüber. Oh Gott. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh Gott, da bin ich. Das hat ja mal gar nicht geklappt. Komm. Attacke los. So, zweite Feder. Und für die dritte muss ich schon wieder zurück. Ich hab erst die dritte geholt und dann die zweite. So, und da ist die dritte Feder. Zack, das war's. Und jetzt wieder zurück. Aber für zurück brauche ich, habe ich keine Zeitangaben mehr. Ob das normal ist. Komm, Freunde, ich habe heute frisch gefangene Igel. Gebe ich ein Fresko für eine Kapelle dazu. Irgendwie bin ich dem gerade auf den Kopf gesprungen. Ist nichts passiert. So. Hallo? Achso. Hier. Wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Hier, so ein ekliger Mittelscheitel, Alter. So einen hatte ich auch mal und ich sah richtig scheiße aus. Richtig scheiße. Da können wir eine Prügelei-Quest machen. Ich glaube, die will ich zuerst machen. Die lokale Kunst auch sieht die medizinische Hilfe. Hallo. Hallo. Mein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Ja, das mache ich. Das mache ich. Das bringt nämlich ein bisschen Kohle. Eine verschmähte Frau. Den betrügenden Ehemann verprügeln. Das ist kein Problem für mich. Lass mich in Ruhe, Jungs. Können auch nichts. Das mache ich immer ganz gerne. So Quests vor den eigentlichen Quests. Ich hätte da vielleicht mein Dings gemusst. So, wir bleiben hier mal kurz stehen. Dann. Oh. Alles klar. Hat doch geklappt. Sehr gut. So. Oh, jetzt sind da wieder neue, ey. Wie behindert. So, ich muss hier mal zu dem Platz hier. Hier ist nämlich so ein bisschen wohl. Ich dachte, wir springen hier mal rein. Und jetzt suchen wir den mal mit dem Adlerauge. So, mal gucken. Irgendwo hier müsste der Typ ja sein. Hoppala, Entschuldigung, keine Absicht. Nicht noch. Ach, ich bin voll nicht mehr im Dings. Oh, ich habe ihn schon gefunden. Okay. Also hier ist er nicht, dann ist er wahrscheinlich in diesem U-Gebäude. Also hier. Irgendwo hier muss er jetzt sein. Wo bist du denn? Halt da. Schon wieder nicht. Hier ist er. Damit will ich nichts zu tun haben. Ja, geh weg. Du kannst da ja nichts für. Die Männer sind die Schweine hier in dem Spiel. Da
Renato, sie gewinnt, ich gebe auf. Diese Schlampe, ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib, ich gehe heim. Ja, mach das. Und die gebe ich auch noch eine mit. So. Hat geklappt. Blödes Stück, ey. Ständig hier mit anderen Frauen rumhuren. Stehe ich überhaupt nicht drauf. So. Jetzt habe ich mich beruhigt. Alter, was für eine bedrohliche Musik im Moment die ganze Zeit läuft. Habe ich was falsch gemacht? Zack. Also diese Botenquest, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, aber es bringt auch Kohle. Das nehme ich auch mit. Oh, geil. Da gehe ich rein. Da gibt es was Cooles zu holen. Was ist denn das? Das ist 211 Flori. Das ist schon mal schön. Was ist da drin? 206 Flori. Ha, wie geil. 1800 habe ich jetzt. Hi. Bringt das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich gut. Alles klar. So, Casanova. Diese beiden Briefe den bewachten Empfängern überbringen. Alles klar. Ihr seid so ehrlich wie eine 30-jährige Jung. Brief von Raphael. Okay. Das wird leider nicht vorgelesen. Eulige Hure. Und Brief von Raphael 1. Irgendwie habe ich das Gefühl, es steht in beiden das gleiche. So. Da wir hier natürlich keine Karte haben, weiß ich jetzt nicht, wie man da am besten hinkommt. Aber wie es aussieht, müssen wir hier mal rüber klettern. Und das bitte ein bisschen schneller, Herr Ezio. Na, schnell war was anderes, aber gut. Hier mal runter. Ah, hallo. Bitteschön. So, das war Brief Nummer 1. Oh. Musst du auch nicht. Das ist allein mein Problem, warum ich gerne über Dächer laufe. Wahrscheinlich hat er einfach nur zwei verschiedene Geliebte. Oh, das ist wieder zu knapp. Und hep. Betrunkene können das nicht so gut wie ich. Habe ich schon ausprobiert. Oh. Also eigentlich haben wir noch genug Zeit. So. Alter! Oh, wie doof. Manchmal sind immer noch dieselben Fehler wie... Okay, interessant. Die da? Und er fällt natürlich runter. Oh, wie doof. Hab ich hier einen Arzt in der Nähe? Okay. Da ist eine Wache. Hier sind überall Wache. Alter, machst du hier mal nicht so ein Radau, Alter? Ohne Spaß. So. So, das war's. Hi. So. Es hat geklappt. Oh oh. Egal. Tschüss. Tschüss. Das könnte unser Mann sein. Buona giornata. Jetzt wollen wir mal zurück zu unserer Mutter, weil unsere Mutti hatte nämlich auch noch eine Quest für uns. Und die machen wir jetzt. Das schaffen wir. Ach, oh, Gott sei Dank. Zum Glück kann er sich hier vernünftig festhalten in dem Spiel. Sonst wäre ich schon zehnmal gestorben.
Wie schön die Schatten sind, ne? Wie schön die Schatten sind. Ich gehe nicht zum Arzt. Wir haben uns doch nur ein Bein gebrochen bei dem... Versuch, vernünftig runterzuspringen. Hallo, Mutti. Beziehungsweise Mutti werden wir jetzt in der nächsten Folge anquatschen. Und zwar, nachdem wir das hier gelesen haben. So. So. Alles klar. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tüdelü.